Spieler sind bereit. Hauptschiedsrichter ist auch bereit. Begibt sich zum Anspielpunkt in der Mitte. In diesem Sinne, für alle, die noch kurzfristig eingeschaltet haben, viel Spaß, herzlich willkommen bei Spray TV. Eva Füssen von links nach rechts in weiß, die Islanders in blau von rechts nach links. Andre Zelenka, die Scheibe nicht verarbeiten, gefährlich, Schuss, jetzt Tor! 1:0 für den Eva Füssen. Und ja, das war der Nicolas Jentsch, wenn ich das richtig gesehen habe, der Verteidiger. Hast du richtig gesehen, ja, die Islanders können hier die Scheibe nicht klären. Ja, kommt der Mann natürlich frei zum Schuss und Andreas Fahrni jetzt an der Scheibe, spielt die Scheibe auf den Daniel Schwamberger und vorm Tor für die Islanders der David Fahrni. Schuss, Tor! Wow. Simon Klingler, Ding Dong, oben rechts schlägt er ein, das hat nicht lange gedauert. Da werfen wir direkt einen Blick drauf. Ja, Simon Klingler als Stürmer hier hoch an der blauen Linie, schön gesehen und trocken abgezogen, ja, oben rein. Andreas Fahrni, Dominik Hoffmann zurück zum Andreas Fahrni. Auf den Simon Klingler. Ja, da klappt es zum zweiten Mal. Tor für die Islanders. Ja, erneut gut gesehen vom Andreas Fahrni auf den Simon Klingler. Und damit steht es 2:1 für die Islanders. Wiederholung sehen wir hier. Wir wollen hier ganz sicher nicht, dass sich jemand verletzt oder ja, ein Torwart einen Schuss abbekommt. Ja, und so sieht es aus. Das Spiel wurde diesen Moment vom Schiedsrichter abgebrochen nach gespielten 34 Minuten. Ja, Endstand somit nach leider ja, erst 34 gespielten Minuten. 2:1 für die Islanders.